Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, Ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region. Hallo, heute heißt es bei Hollitzer trifft. Hollitzer trifft Markus Bonk. Markus Bonk ist ein E-Sport-Experte aus Gera von der Ad-Hoc Gaming GmbH. Dort wird professionell Computer gespielt, vor allem das Spiel League of Legends. Das Team aus Gera war bereits mehrfacher deutscher Meister in diesem Sport. Und vor allem die Gamer-Szene, wie sie Horst Seehofer bezeichnet hat nach dem Attentat in Halle, ist wieder in die Schlagzeilen geraten. Und ich möchte mich mit Markus Bonk über professionellen E-Sport unterhalten, eintauchen in eine andere Welt, aber auch über die gesellschaftliche Debatte sprechen, inwieweit oder inwiefern sich Menschen durch das Spielen zum Beispiel auch von Ego-Shootern radikalisieren oder ob das gar nichts mit den Spielen zu tun hat, sondern eher um Netzwerke, Plattformen, die sich rund um diese Spiele etabliert haben. So, dann legen wir los. Wo wird gezockt? Hier. Wir sind jetzt gerade im E-Sport-Leistungszentrum, im Endeffekt, wo wir, nennen wir es immer offiziell, 8 Ruheräume haben für Teammanager, Coach, Analyst und 5 Spieler. Das sind alles League of Legends-Spieler, die jetzt gerade auch trainieren. Mhm. Wir können ja mal kurz so vorbeigehen, ganz leise und von der Seite reingucken. Also es ist schon mit viel Konzentration geworden, ja? Auf jeden Fall, ja. Wir dürfen auch nicht allzu lange gucken. Die sind halt gerade wirklich am Trainieren, Spielen. Wir sehen es, 5 Rechner voll ausgestattet, auch gute Bildschirme. Das ist ja abgefahren. Und das sind jetzt Profis? Das sind Profis, Vollzeitspieler, ja. Die machen nichts anderes? Naja, Vollzeitspieler heißt halt nicht 8 Stunden am Tag, sag ich mal, vorm Rechner sitzen oder so, sondern sie haben natürlich auch Spieltage, wo sie im Endeffekt nichts weiter tun, außer die Spieltage zu haben. In Trainingstagen sind es insgesamt 6 Stunden. Ah, okay. In Trainingstagen sind es insgesamt wirklich 6 Stunden. Davon sind es ungefähr 5 Stunden, die sie rein Spielzeit haben. Und dann jeweils Vor- und Nachbereitung, also auch taktische Besprechungen. Was möchte man heute trainieren? Welche, jetzt vor allem speziell auf League of Legends bezogen, welche Champions wollen wir zusammen spielen, welche sollten wir gegen unsere Gegner bannen? Also ne, gibt es so eine Pick-und-Bann-Phase, die nochmal so eine taktische Ebene mit reinbringt. Ich glaube, das musst du mal erklären. Pick. Was bedeutet Pick und was bedeutet Bann? Na, Pick und Bann. Also im Endeffekt kann man sich ganz am Anfang aus dem Pool von über 145 Helden jeweils einen aussuchen. Es spielen 5 gegen 5 Spieler. Das heißt, im Endeffekt spielen 5 Helden gegen 5 Helden. So, und aus der Phase können die Spieler sich halt aussuchen. Jeder hat natürlich so seinen Favoriten. Ne? Das ist ja, wie als würden wir jetzt sagen, okay, ich esse lieber gerne Spaghetti. Der andere sagt, ich esse lieber gerne eine Thüringer Bratwurst. Sagt der andere, ja, da ärgere ich dich ein bisschen und streich dir das. Also es gibt dann sozusagen auch noch eine Bannphase, wo man pro Seite auch noch 5 Helden bannen kann. Das heißt, man kann natürlich vorher schon gucken, was spielen die von dem gegnerischen Team sehr gerne. Und da fängt es schon auf einer Ebene an, die hat ja gar nichts 1:1 mit dem Spiel zu tun, das, was man immer sieht. Ne? Das ist sehr, 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 sehr taktisch und muss man schon aufpassen, dass man da nichts Falsches macht, weil das kann witzigerweise das Spiel auch entscheiden, schon bevor es überhaupt angefangen hat. Also du hattest ja vorhin gesagt, es gibt Strategie, Taktik und dafür ja. Gibt es auch extra Trainer. Genau. Und die Taktiken werden, muss man sich vorstellen, wie in so einer anderen Sportart vorher richtig besprochen. Ja, auf jeden Fall. Also muss man die gegnerischen Teams auch ziemlich gut kennen. Ne? Ja, genau. Und dafür sind dann im Endeffekt der Trainer und der Co-Coach und der Analyst da. Und den Co-Coach kann man immer auch so als also so eine Zwischenstelle zwischen dem Trainer und dem Analysten nehmen, der sozusagen beide Welten vereint und zusammenbringt. Das eine ist natürlich sehr analytisch zu gucken, welche Werte sind gerade weit oben, was gewisse Helden angeht, welche sind die stärksten, die es überhaupt gerade gibt. Und daran erstellt man dann sozusagen einen Fahrplan auch mit dem Team zusammen, auch mit deren eigenen Vorlieben. Also es gibt auch Spieler, die spielen komplett fernab der Werte. Also die spielen irgendwelche Helden und verwirren damit andere Teams, weil die damit überhaupt nicht gerechnet haben. Also das ist dann nochmal so eine Komponente, die zusätzlich dazu kommt. Aber sehr selten, weil hier reden wir von wirklichen Talenten, die komplett fernab von dem sind, was man kennt.
Was am Ende der Tag auch den Unterschied machen kann. Und die Talente, die verdienen dann auch richtig gut in dem Bereich. Genau, also wir reden im nationalen Bereich wirklich auch bis zu 5.000 Euro pro Monat. Wir reden also national, ne? Also jetzt nichts, was mit internationalen zu tun hat, sondern alles bei uns hier im Dachbereich, also Deutschland, Österreich und Schweiz, aber mehr auf Deutschland bezogen. Und international kann man da über weitaus 5.000 Euro pro Monat verdienen. Das ist schon abgefahren, weil wenn man hier in den Trainingsraum reinschaut, das sieht irgendwie so aus, da fühle ich mich zurückversetzt, so LAN-Party-mäßig, ne? Aber es ist ja eine richtige Ernsthaftigkeit dabei. Ja, natürlich. Also es sieht aus wie so ein Spielzimmer für große Jungs, ne? Ihr habt das sicherlich so sagen, mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, ne? Ja, aber nicht sehr lange, weil wir nicht mit den Vorurteilen sehr gerne spielen, weil wir ganz klar sagen, hier ist nun mal, hier wird Geld dafür bezahlt, dass man einen Job hat. Das muss man ganz klar sehen. Das sind Jobs, ganz normale Jobs auch. Und es klingt knallhart, aber es hat manchmal auch nichts mit Spaß zu tun. Also manchmal, man kennt es von sich selber, hat man an einem Tag überhaupt auf gar nichts Bock. Man möchte noch nicht mal spielen, man möchte vielleicht nicht mal Netflix gucken, man will nicht mal zum Fußballtraining gehen. Keine Ahnung was, solche Tage gibt es halt auch. Aber die müssen dann trotzdem halt trainieren und spielen. Aber so. Dann hat man schon viel gespielt. Ne? Wenn das jetzt irgendjemand hört, der gerne spielt, für den ist es ja ein absoluter Traum. Aber jeder Job wird dann irgendwann eben an gewissen Tagen vielleicht auch mal unangenehm. Ja, natürlich. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es dein Traum war, irgendwann mal zu sagen, okay, ich bin Moderator, bin beim Radio oder ähnliches. So, ne? Na, beim Radio bin ich ja nicht. Ach so. Okay. Gut, ich dachte. Das ist jetzt so ein neues Format, was wir ausprobieren, dass wir Podcasts eben auch machen. Ne? Ja. Nee, ich bin von der Thüringer Allgemeine. Ach so. Und bin da, genau, und bin da verantwortlich, Chefredakteur. Verstehe. Okay, gut. Ja, ich hatte leider noch keine Information vorher bekommen. Da war das Briefing nicht da. Aber nee. Du, kein Problem. Ich war mir noch nicht mal sicher, ob ihr heute wirklich kommt. Dann muss ich jetzt mal richtig ins Mikrofon sprechen und die Hörer des Podcasts fragen, habe ich denn auch Talent und eine Radiostimme? Ja. Also ich bin klassisch von, wollen wir eigentlich hier bleiben und hier sitzen? Nee, ich würde hintergehen, genau, weil sonst, wenn die Jungs dann hier irgendwann reinstürmen, kamen hier Gesichter, die uns angucken und uns fragen, wer seid ihr? Also, was wollt ihr? Ja, das ist aber eine gute Frage, ne? Also ich habe mal Radsport gemacht, leistungsmäßig. Ja. Bis zu meinem 22. Lebensjahr. Und das hier ist ja im Prinzip auch Sport, ist ja E-Sport. Deswegen habe ich da so ein leichtes Verständnis dafür, was es bedeutet, Hochleistungssport, oder was heißt ein leichtes, ein Verständnis dafür, was es bedeutet und was alles dranhängt. Ja. Es ist halt eine komplett andere Nummer, ne? Also man kennt so den physischen Schmerz im Sport, also den körperlichen Schmerz, aber es ist schwierig, das so im Sport zuzuordnen. Ja, ich kann es verstehen. Falls du jetzt bei mir rauslocken willst, zu sagen, E-Sport ist hundertprozentig Sport, wird schwierig. Ich verstehe die sportliche Komponente in dem Thema, das muss man ganz klar sagen. Ich war gestern auch noch in München beim Kongress, also ein Rechtskongress, wo es auch darum geht, E-Sport gleich Sport, Wirtschaftsfaktor oder ähnliches. Und da war so ein Satz dabei, den finde ich gar nicht so schlecht, weil im Endeffekt hat ja der Sport eher das Problem, dass er, ja, der Sport an sich immer glaubt, von wegen, wir sind die Digitalisierung des Sports. Nee, das ist ja nicht richtig. Wir sind eher so die sportliche Ausgründung der Digitalisierung, also ganz anders gedacht. Und das ist ein wichtiger Faktor, den man mit reinnehmen muss, auch einfach mal, wie man E-Sport betreibt. Das ist natürlich ganz wichtig für die Hand- und Augenkoordination, dass man das unter Kontrolle hat. Weil die Leute, die mal wirklich an einem PC oder einem Controller saßen, sage ich mal aus dem FF, das auch so steuern können, ohne dass sie drauf gucken auf Maustastatur oder ihr Eingabegerät und parallel dann auf dem Bildschirm. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Wir hatten das so oft auch, dass wir Leute hatten, die uns da belächelt haben. Ja, total einfach, damit kann man Geld verdienen. Dann sitzt du die Leute an den Rechner dran und das erste Problem, was sie haben, Maustastatur gleichzeitig zu steuern oder auch zu verstehen, wie man eine Figur im dreidimensionalen Raum bewegt, wo ich mir denke, ja, okay, gut, ist ja doch nicht so einfach, oder? Und dann, ja, okay, Und so, gut, dann stellen Sie sich doch jetzt mal vor, wie es ist, wenn die parallel vier Leute Informationen aus dem Spiel liefern, sie sich hochkonzentrieren müssen,
Das wird dann noch schwieriger. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann kommt man so langsam in den Aspekt rein, was das mit sich bringt. Und jetzt mal zu dem Faktor, wo man auch dann natürlich sehr fit sein muss vom Körper her, können wir ja beide einfach mal überlegen, wie lange wir konzentriert vorm Rechner sitzen können. So. Wie lange? So, ich schätze mal, Studien geben sowas von 45 bis 30 Minuten im Schnitt. Dann klingelt mal das Handy, dann kommt mal ein Kollege oder ähnliches. Mhm. Ja, und die Jungs sitzen dann teilweise auch in Turnieren 2 bis 3 Stunden hochkonzentriert, dann auch vor Tausenden von Menschen, Strahlern, die ins Gesicht knallen, Umgebungsgeräusche, die das allgemein komplett stören, sich zu konzentrieren. Wie gesagt, viele Leute, die parallel eine Information dazu geben, und man soll dann sich hochkonzentrieren, da auf Millisekunden genaue Steuerung des Charakters oder der Spielfigur, je nachdem, wie man sie nennen mag, und das halt auf 45 Minuten zum Beispiel. Ne? Das ist so eine Durchschnittszeit, 30 bis 40 Minuten geht meistens so ein Spiel. Das ist anstrengend, das ist wirklich anstrengend. Also auch selbst, wir haben es ja gerade hier vor mir liegen, ein Spiel, wenn man das so im Schnitt ohne Pause zu Hause einfach komplett konzentriert spielt, ist man kaputt danach. Mhm. Und die Jungs müssen diese Belastung halt aushalten. Also das geht dann natürlich nicht, wenn man nur Fast Food isst, sich nur ein Red Bull nach dem anderen reinzieht. Das wäre zum Beispiel noch so eine Frage gewesen, genau. Muss man sich denn im E-Sport auch entsprechend ernähren? Ja. Oder wie ernährt man sich denn? Gesund. Es ist, ich kann da keine einfache Antwort drauf geben. Das muss im Endeffekt jeder für sich selbst wissen. Jeder Körper hat eine andere Verdauung und Co. Aber es geht schon darum, wenn wir anfangen, über die Getränke zu reden. Also unsere Jungs vermeiden Energy Drinks, ganz einfach, weil die viel zu hippelig macht. Das hilft nicht, sich zu konzentrieren, sondern das hilft dir eher, voll durchgedreht zu sein, so in dem Dreh. Also ist das als Wirkung. Also Wasser ist da eher so das Erste, was man nimmt. In der Ernährung geht es natürlich da, sich gesund zu ernähren und da in der Kombination auch zu schauen mit einem guten Rhythmus. Man hört natürlich sehr oft immer, ja, E-Sport wird relativ spät ausgetragen und ja, die sind immer so Ewigkeiten wach. Uff, nee, würde ich nicht sagen. Also bei uns ist das auch so eine Kombination mit einem geregelten Tagesrhythmus, wo wir schon darauf achten, dass die Jungs da nicht irgendwie komplett wild um 4 ins Bett gehen und dann irgendwann erst um 2, 3 nachmittags aufstehen oder so. Ne? Wie sieht denn so ein Training aus? Also gibt es dann mehrere Trainingseinheiten am Tag oder gibt es da Blöcke, dass sie wirklich 4, 5 Stunden am Stück trainieren? Oder? Ja, also Training muss man dazu sagen, ich würde mal schätzen, wenn wir mal so allgemein sehen, was sie als Team trainieren, mit den Spieltagen kommen die schon auf ihre 40 Stunden in der Woche, also nicht mehr. Also die sind da nicht übertrieben 10 Stunden pro Tag unterwegs, auch nicht einzeln, sondern hier geht es um eine Teamleistung. Sie haben alle schon in ihrem Leben so viel gespielt, dass sie das Spiel zu einem gewissen Grad beherrschen und dann geht es halt um ganz andere Geschichten als bei Hobbyspielern zum Beispiel. Mhm. Und wenn man sich das mal im Alltag anguckt, dann geht das schon, dass sie, sagen wir mal, so zwischen 10 und 11 fertig sein müssen mit Frühstück, Duschen und allen möglichen Sachen. Dann so langsam der Tag anfängt. Als E-Sportler bei uns, vor allem in dem professionellen Bereich, ist der Job nicht nur damit getätigt, dass man spielt, sondern wir haben natürlich auch Partner, Sponsoren. Also man sieht es bei mir jetzt gerade mit der LVM-Versicherung als Hauptpartner. Die muss man halt auch zufriedenstellen. Also man hat da auch gewisse Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeiten, die sie damit betreuen müssen, also was heißt betreuen, also Part mit von sind. Wir haben große Social-Media-Kanäle, die wir mit Inhalten füllen müssen und das ist auch ein Teil der Arbeit der Jungs. Das ist natürlich nicht jeden Tag so, ist dann noch nicht mal alle 5. Ach, das müssen die Spieler selbst mitmachen dann, Social-Media und so? Das gehört mit zu ihrem Job. Das ist ja wirklich spannend. Wie viele Leute habt ihr angestellt hier, also an reinen Sportlern? Wir haben 2 Teams mit den Leuten drumherum sind es insgesamt so knapp 15 Mann, die rein, sag ich mal, auf der sportlichen Ebene arbeiten. Der Rest nochmal so 15 Mann nebendran ist dann halt Sporting Director, also Sportdirektion sozusagen, Marketing, Social Media, Community Management, der Kollege, der hier Fotos und Videos dreht. Genauso auch, dass wir natürlich externe Berater haben, die uns dabei helfen. Also das ist schon ein ganz schönes Projekt und noch nicht mal Projekt, das ist halt ein Unternehmen, ja. Wo an die 30 Leute gerade arbeiten. Wie viele Teams, so wie es euch gibt, gibt es in Deutschland? Auf dem Niveau, auch das wirklich Vollzeit zu machen, nicht sehr viele. Also jetzt auf der nationalen Ebene
würde ich mal so 4-5 schätzen. Also jetzt in dem Bereich, wo wir unterwegs sind. Ne? Es gibt natürlich unterschiedlichste Spiele. Ich zähle jetzt mal alle Fußballvereine wie Wolfsburg, die nur wirklich FIFA als Spiel unterstützen. Mhm. Das ist für uns kein großer Titel. Das heißt, deren Aufwand ist auch weitaus geringer, zumindest aus unserer Sicht, weil sie auch alleine nur spielen und nicht 5 Mann betreuen müssen. Dahergehend würde ich so 4-5 Unternehmen schätzen, die auf dem Niveau sind, wo wir jetzt gerade sind. Also jetzt nur auf League of Legends bezogen oder auf insgesamt auf andere Spiele? Insgesamt. Auch? Also meistens sieht man da schon eine Doppelung der Teams. Also, ihr spielt aber nur League of Legends, nee, oder? Nee, wir sind jetzt auch seit 1.6. in Counter-Strike mit dabei. Counter-Strike kenne ich auch. Ja. Mein erstes Spiel, ich hab nämlich auf der Fahrt hierher, habe ich schon überlegt, was war denn mein erstes Spiel? Ich glaube, dass mein erstes Spiel in der Form, es war Max Payne war mit dabei. Also schon sehr lange. Oh, das ist aber dann okay. Ist schon sehr lange her. Ja. Ja. Aber nee, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass, was ich gedacht hätte, was kommt. Meistens kommt eher so Tetris, Pac-Man. Ach so, naja, Gameboy hatte ich nie. Okay. So, das war bei uns zu Hause dann eher auch so eine finanzielle Frage. Und dann Battlefield. Mhm. Oh, ich habe aber auch lange nicht mehr gespielt. Ist ja gerade passend, dass hier Call of Duty liegt. Ja, Call of Duty. Tatsächlich gibt es ja auch dieses Black Ops 4, ne? Aber da kann man sich auch vertun, weil man da keine Missionen spielen kann, sondern das ist eher auf Online-Gaming. Und da bin ich auch, da bin ich auch wirklich weit raus aus dem Alter. Unreal Tournament war da mal dabei. Mhm. Das sind ein paar gute Klassiker auf jeden Crisis. Fall. Crisis? Das war damals, glaube ich, auch so maßgebend mit, was die Grafik anging. Das Schöne ist, es war auch ein deutsches Produkt. Genau, ja, ein deutsches Produkt. Schön aus Frankfurt von Crytek-Leuten, ja. Ja, ja, so ein bisschen was, aber Counter-Strike konnte ich zum Beispiel nie. Hm. Weil da habe ich dann auch schon gemerkt, da muss man sich damit beschäftigen und Zeit investieren. Ja. Das war halt nicht so meins. Da kann ich gut von reden. Ich glaube, ich hatte... Spielst du eigentlich selbst aktiv, oder? Also hobbymäßig ja. Ich habe mal so semi-professionell in den Zeiten, wo semi-professionell was ganz anderes hieß, da hat es uns gereicht, wenn wir ein Trikot von dem Team bekommen haben und einen Server, also wo man drauf spielen konnte. Das war's. Da habe ich aber auch damals wirklich 3000 Stunden in Counter-Strike Source, also vor dem Ableger von Global Offensive von 1.6 und dazwischen gespielt. Das war so meine Hochzeit. Das war noch 2008, 9, 10 rum, so in dem Dreh, da war ich noch ein bisschen aktiver. Das ist dann aber auch, sogar noch früher. Ich glaube, ich habe da ja noch nicht mal mehr aktiv gespielt. Also, ja, ich habe aber auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr viel Zeit darin investiert. Und daher kommt ja auch so das Ganze, dass man halt im E-Sport auch arbeitet. Aber jetzt aktuell ist es wirklich nur noch Couch. Ich habe noch nicht mehr einen Rechner zu Hause. Und also dann mit Controller, genau. Aber Controller ist ja eigentlich... Ach, gewöhnt man sich dran. Ist ja eigentlich out, oder? Irgendwie so für richtige, die leidenschaftlich spielen, nee. Kann man, glaube ich, durch die Shortcuts und so weiter mit Tastatur natürlich viel mehr machen. Ja, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, PC, Master Race-Geschichten und man ist pro PC. Ja, wenn ich es hätte, würde ich es auf jeden Fall auch immer noch nutzen. Das ist immer noch eine andere Angelegenheit und man kann viel besser steuern. Aber es ist halt jetzt so mit der Arbeit, man arbeitet in diesem Bereich, man ist auch gar nicht mehr so hinterher, auch immer diesen Wettkampf zu haben gegen andere. Dann ist halt einfach nur noch zum Abschalten, dass man abends, keine Ahnung, die einen gucken, gute Zeiten, schlechten Zeiten. Ich spiele halt meine 1-2 Runden am Abend und dann ist für mich auch finito. So wie du es schon gesagt hast, so mal Titel zu haben im Einzelspieler, wo Story mit dabei ist, wo man halt auch wirklich an die 15 bis 20 Stunden investieren muss, schaffe ich auch nur dann, wenn meine Freundin mal nicht zu Hause ist und dann mal wirklich mal ein Wochenende sagt, okay, komm, jetzt investierst du mal wieder ein bisschen, guckst dir mal aus den vergangenen Jahren ein paar Spiele an, die du halt mal unbedingt zumindest anspielen wolltest und das war es dann auch. Also da gab es in meiner Schulzeit, ich glaube, da haben meine Eltern ein bisschen geflucht, aber hey, mein Gott, ich habe mein Abi geschafft und ich habe Arbeit. Ein Unternehmen gegründet mit der Ad-Hoc. Genau, richtig. Also so ist es nun auch nicht, aber es war jetzt, ja, es ist jetzt wirklich nur noch zum Entspannen. Das ist ein guter Stichpunkt oder gutes Stichwort zum Entspannen. Wie kann man denn dabei entspannen? Abschalten. Ego-Shooter sind doch ganz schlimm und jetzt spielt ihr ja auch noch Counter-Strike und
ist die Frage, für wen es schlimm ist. Also man kann natürlich immer darauf eingehen, dass es... Ich habe das jetzt ein bisschen zugespitzt. Ne? Ja, ich weiß. Es ist, ich kriege die Fragen auch dem, dass wieder in Halle war und Herr Seehofer da entsprechend sich wieder äußern mussten, kommen die Fragen wieder. Ich bin aber auch froh, dass ihr auch, ich sage nicht mal, ihr aus dem Medienbereich dazugelernt habt in den letzten Jahren und das irgendwie schon selbst reguliert habt, dass das Thema gar nicht so ist, wie es mal war. Also wenn ich mich zurückerinnere, damals... vor 10 Jahren, ich glaube, dann hätten wir jetzt hier wochenlang das Thema. Und jetzt war das nach einer Woche eigentlich gefühlt schon wieder abgeflacht. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, wie kann man dabei entspannen? Wie kann man, kann ich gegenfragen, wie kann man beim Actionfilm entspannen? Also wenigstens noch reale Personen, wo das so aussieht. Für mich sind das halt im Endeffekt wirklich nur Pixel. Da steckt kein Mensch dahinter. Deswegen, es ist einfach nur reine Entspannung. So, einfach nur an sich vorbei plätschern lassen, Kopf abschalten, so wie ich das im Endeffekt auch machen würde, wenn ich Netflix gucke, wenn ich Filme gucke. Games sind ja im Endeffekt auch nur ein weiteres Medium, neben den anderen, die man dazu nutzen kann, sich unterhalten zu lassen. Und ich finde jetzt nicht die Unterhaltung darin, dass ich sage, oh, auf jeden Fall, ich muss jetzt den und den töten und das finde ich super toll. Sondern, aber man muss es halt, ne? Das ist halt das Ding. Man entspannt. Es ist ja schon, es ist ja schon ein bisschen paradox. Ne? Ja, man, auf jeden Fall. Man zockt, man tötet Menschen. Nicht Menschen, Pixel. Ja, am Ende ist es halt so. Ja, ja, na, am also Ende würde es aber heißen, dass wir wirklich Menschen töten. Das heißt, wenn ich jemanden im Spiel töte, dass der sozusagen auch eine Wirklichkeit... Da muss man aufpassen. Ja, das ist das. Was Menschen halt wirklich... Aber man, denken, man muss ja in diesen Spielen sind. Auch töten, um zu überleben. Und irgendwie entspannt man dabei, trotzdem ziemlich martialisch rumzurennen. Es ist jetzt einfach nur so eine Analyse des, ne? Also so ein bisschen so ein kleines Paradoxon steckt da schon drin. Das auf jeden Fall natürlich. Und dann kommt ja natürlich immer so die Argumentation, dass die Hemmschwelle sinkt, dass sich das in die Realität übertragen lässt. Ja, da muss ich aber meinen Punkt nehmen. Ich glaube, wenn man mich nimmt, dass ich seit Jahren mache, genauso wie viele Kumpels, ich glaube, wir sind nicht gerade so die schlechtesten Menschen. Und wenn man mich ein paar Mal gesehen hat, ist da kein Fünkchen Aggressivität drin oder ähnliches. Also da kommen wir wahrscheinlich eher zu dem Punkt, wo wir mal wirklich drüber reden müsste, wie kommt es denn dazu oder wie kann es denn dazu kommen, dass Menschen durch Shooter vielleicht beeinflusst werden. Also ich meine, wenn man jetzt von den normalen Menschen ausgeht, die einen gesunden Geist haben, ja ganz ehrlich, die werden sich das nicht nahe nehmen. Für die ist das genauso wie für mich einfach nur eine Ablenkung, das war's. Die werden sich dann nicht denken, oh, ich muss morgen definitiv eine Pistole, ein Gewehr kaufen und leg mal in meiner Stadt los. Das ist ja Wahnsinn. Und darüber müsste man eher reden. Wie kommt es denn dazu oder wie kann es denn dazu kommen? Ne? Also es gibt ja bisher keinen Fall, wo das so wirklich nachgewiesen wurde, dass das der Hauptgrund ist, warum Menschen jetzt losgehen und zum Beispiel in Halle um sich schießen. In Halle, ganz ehrlich, nachdem er da sein Manifest auch veröffentlicht hat, bei dem waren das ganz andere Gründe. So, und das hatte nichts mit Games zu tun, dass der jetzt Kollege auch noch auf Twitch gestreamt hat. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen unpraktisch, aber das hat ja nichts mit den Games an sich zu tun. Das ist ja eine Plattform, die ist genauso wie auf Twitter und Facebook. Hätte er wahrscheinlich die Plattform gewählt, wäre ein anderer Tenor da gewesen. So. Es ist halt eine soziale Komponente, die man sich annehmen muss, auch zu gucken, was passiert im Menschen überhaupt, dass sie durch sowas aggressiv werden. Weil ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch sagen, hey, was hat er denn zum Frühstück gegessen? Knoppers? Knäckebrot, hat sie ihm vielleicht nicht geschmeckt und ist deswegen aggressiv. Also ne, du merkst, das sind so Themen. Naja, das ist, lässt sich vielleicht nicht ganz vergleichen, aber aus deiner Perspektive kann ich das sicherlich nachvollziehen. Genau, weil das ist im Endeffekt ja so die Sache, das sind alltägliche Sachen, so wie Games auch schon alltäglich sind. Wir reden ja auch nicht mehr von einer Nische, seit Jahren schon nicht mehr. Wie groß ist denn der Markt eigentlich? Weißt du das ungefähr? Also wir reden in Deutschland von ungefähr knapp der Hälfte der Menschen, die als Gamer betitelt werden. Also an die 38 bis 42 Millionen Menschen, ja, die hier in Deutschland... Ja, ja. Wir sind auch in Europa der stärkste Markt für Gaming. Jetzt vom Umsatz her insgesamt. Ich glaube auch weltweit auf Rang 4 oder 5, ich weiß es gerade nicht genau. Also da sieht man schon, wir konsumieren sehr, sehr, sehr gerne. Ne? Also das ist die eine Sache, dass wir davon nicht sehr viel produzieren. Das ist sehr schade. Also sehr wenig Spieleentwickler sind wir, glaube ich, bei 4-5%. Den Rest konsumieren. Wir sind sehr stark im Konsumieren. Und da merkt man halt auch, dass das Thema offensichtlich ja, wenn das so wäre, weitaus mehr Menschen betreffen müsste, die irgendwie aggressiv durch die Gegend rennen. Hm. Sehe ich jetzt nicht so. Und, aber nochmal auf den Punkt zurück, was du gesagt hast, wenn
dass jemand durch Shooter aggressiv wird. Das hieße ja eigentlich in der Konsequenz, dass man drüber nachdenken müsste, ob man den Zugang zu Shootern ändern müsste, regulieren müsste. Moment, gut, ja, das Thema, es ist reguliert und das ist das Problem. Ich habe hier Call of Duty in der Hand. Da müsste man erstmal einen Check machen mit allen Menschen, die jetzt einen Shooter spielen wollen, ob die latent aggressiv sind. Ja, schwierig. Also der Fakt ist, wir haben eine weltweit sehr stark regulierte Kontrolle. Wir kennen die FSK aus dem Fernseh- und Filmbereich, die das natürlich auch kontrolliert. Also ich meine, man kann ja nicht jeden Film, der ab 16 oder ab 18 ist, im Free-TV gucken. Ich glaube, bei ProSieben fangen die dann ab 22 bis 0 Uhr an. Mhm. Und die Spiele hier muss man wirklich per sofort zeigen. Call of Duty ist zum Beispiel ab 18, Counter-Strike wäre ab 16. Und erst ab dem Alter, sagt der Jugendschutz, ist das für jugendliche Erwachsene geeignet. Es werden sogar Spiele komplett indiziert, die tauchen gar nicht erst auf, dürfen nicht beworben werden, dürfen nicht verkauft werden. Das gibt's auch, aber das sind ganz geringe Zahlen. Das sind dann wirklich so Sachen, die komplett fernab davon sind, wo es dann auch geht. Keine Ahnung, die sehr, sehr rechtsradikal oder irgendwelche... Wolfenstein war, glaube ich, mal sowas. Genau, Wolfenstein zum Beispiel damals. Mhm. Da ging es aber eher darum, dass man halt die Symbole drin hatte. Das Spiel hat ja nicht vermittelt, ey, werde Nazi. Das war ja genau das Gegenteil. Da war mehr ein amerikanischer Soldat, der sozusagen Nazis, sagen wir mal, vernichtet hat. Mhm. So in dem Dreh. Das war da ein bisschen umgekehrt, aber da merkt man halt schon, dass die da sehr drauf achten. Aber das sind halt eben nicht nur Pixel, ne? Um nochmal darauf zurückzukommen. Also es werden ja auch gewisse Sachen da drin vermittelt in Spielen. Ja, natürlich. Aber wie gehabt, es ist immer sehr schwierig, da das zu argumentieren, weil es halt das neueste Medium von allen ist. Aber im Film und Fernsehen wird das seit Jahren schon. Ich meine, im Film und Fernsehen laufen sich halt seit Jahren auch, weil es als Kultur gilt, Nazi-Symbole einbauen. So in Games war das bis letztes Jahr ein Novum. Das ist da erst geändert worden, weil man einfach gesagt hat, hey, das ist genauso Kultur wie die anderen, warum sollte man das davon abgrenzen? Und ja, ich merke, diese Shooter-Diskussion ist super schwierig, auch zwecks der Killerspiel-Debatte. Ich möchte das aber auch wirklich immer gegen diese Pauschalisierung, alles aggressive Menschen und die sind ja schon so gepolt. Wenn man ja denkt, so, gucken Sie, also kann jeder Zuhörer, auch wenn er selbst gerade Vater und Mutter ist, einfach mal sein Kind selber nehmen und gucken, ist der denn wirklich aggressiv? Hat er denn diese Sachen? Einfach mal sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, die Debatte soll das eher bringen, hey, wir sind immer super gut in Sachen Abstreiten und in Sachen von außen heraus zu beurteilen, anstatt es mal auszuprobieren, weil nur dann weiß man ja, ob das so ist. Dann kann man sich seine eigene Meinung machen. Ne? Das ich glaube, aggressiv werden die Kinder dann vor allem, wenn man sagt, du musst jetzt aufhören zu spielen. Aber nicht durch das Spiel. Also das ist, glaube ich, für Mütter, also weil du eben gesagt hast, die ja zuhören, für Mütter und Väter das größere Problem, ihre Kinder überhaupt davon abzuhalten, zu lange zu spielen. Ne? Klar, aber dann muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist halt ein Verhältnis, wo man sich einfach mit dran setzen muss. Das ist so, ich meine, früher zu meinen Zeiten, meine Eltern haben immer irgendwie mit mir das zusammen, also waren immer mit dabei, wenn ich irgendwie gespielt habe. So mein N64 hat mein Vater damals zusammengekauft. Wir haben immer zusammen gespielt. Was bist du für ein Jahrgang? Ich bin 91er Jahrgang. 91er. Ja. Mhm. Auch die erste Xbox, die wir im Haushalt hatten, hat mein Vater mit mir gekauft. Wir haben da immer zusammen Rennspiele gespielt, auch Shooter, aber sein Ding waren immer schon Strategiespiele. Ich meine, er guckt ja heutzutage auch bei all unseren Spielen zu, die unsere Teams machen. Das schaffe ich noch nicht mal. Macht er aber. Und das ist sehr witzig, wenn man sich dann zum Familientreff trifft und dann so Sachen kommen, oh hier, die haben ja ganz schlecht gespielt und dies und jenes und das. Und du denkst so, du Sache, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß ja auch nur, was wir intern gesagt haben. Das ist ja wirklich irre. Du hast ja für den Twitch angesprochen. Das ist ja so eigentlich durch die Gamer-Szene oder so die beliebte Plattform, um Spiele live zu streamen, ne, was da gerade passiert. Das ist ja auch auf YouTube ein riesen Geschäft, dass sich Menschen hinsetzen und zugucken, wie andere spielen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, gut, das ist schwierig. Also ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir natürlich auch nicht alles angucken. Aber wenn man sich wahrscheinlich bei mir YouTube anguckt, welche Videos da immer so wieder reingespült werden, das gucke ich mir natürlich schon mal Leute an, die solche Spiele halt auseinandernehmen. Also dann geht es halt natürlich auch um redaktionelle Geschichten, wie in der GameStar, die halt wirklich Games kritisieren, Reviews machen, also Vorschauen erstellen, um dann einfach zu wissen, okay, wie sind die denn so drauf? Dann geht es natürlich auch sehr viel
darum, was unsere Jungs sehr viel machen, ist, was sagen andere Leute zu dem Spiel, wie gehen die da ran, welche Taktiken empfehlen sie. Wir reden ja bei den Spielen auch immer davon, dass die sich alle paar Wochen aktualisieren, also es kommen neue Änderungen in das Spiel rein. Das heißt, da gibt es so ein, Spiele sind sehr gut darin, sage ich mal, neue Inhalte zu gestalten und die Leute halt am Ball zu behalten. Ne? Einen Film guckt man 2 Stunden, ist das Thema vorbei. So, das gibt es bei Spielen natürlich auch. Die haben, sage ich mal, ein gewisses Verfallsdatum, wenn man die nicht pflegt. Und danach hat man da keinen Bock mehr, man hat alles gesehen und dann ist das Thema durch. So, und da gucken natürlich die Leute mittlerweile auch, dass man da halt so einen Regelfall reinkriegt, weil nur wenn die Leute dabei bleiben, ist das Spiel, ist die Marke halt bekannt. Und Na, Fortnite hat das ja jetzt auch ganz interessant gemacht mit dem schwarzen Loch, ne? Richtig. Ja. Richtig, und das ist Fortnite ist natürlich auch ein gutes Thema. Da haben wahrscheinlich jetzt die meisten Jugendlichen, Leute ihre Zeit mit rein investiert. Natürlich auch, weil das Spiel kostenlos ist, frei verfügbar. Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, wenn da jemand Probleme hat, auch als Elternpaar vor allem oder als Lehrer, sich dem Thema einfach annehmen, einfach verstehen, worüber sie reden. Ich meine, ich mache auch nichts anderes, wenn mir jemand was erzählt von. Also eine ältere Generation, was von jemandem erzählt, den ich überhaupt nicht kenne. Ich glaube, mein nächster Schritt am nächsten Morgen ist, okay, ich gehe mal ins Internet, gucke mir das an, und damit ich beim nächsten Mal sagen kann, ah ja, der, und ich, versteht man das halt. Ne? Und das ich habe das übrigens auch gemacht. Ne? Also meine Tochter ist auch in dem, meine große Tochter in dem Alter, dass dann irgendwann Fortnite aufkam, aber nicht durchs Spielen, sondern durch diese Tänze, die sie hat. Und sie dann eben immer redete von Fortnite. Und dann habe ich mir bei Fortnite mal runtergeladen. Ja. Hab das zweimal probiert und natürlich kläglich gescheitert, aber ich wollte einfach auch wissen, worum geht's, was passiert da und wie sieht das aus. Ich glaube, das ist auch wirklich immer der richtige Weg. Das ist genau richtig und das ist auch dann zu verstehen, wie diese Kultur zusammenkommt, diese ganzen Fortnite-Tänze. Wahnsinn. Also wenn ich teilweise dann irgendwie mal an Schulen mit dem Auto vorbeigefahren sind und da irgendwie gehalten habe, hat man da plötzlich junge Leute, die da irgendwie rumtanzen um die Wette. Und ich dachte so, Leute, was? Das kann doch gar nicht sein. Und das ist halt ein Wandel der Zeit. So, damals war, keine Ahnung, ich bin immer noch so jemand, der gerne MacGyver geguckt hat oder das A-Team, was so ein bisschen durch meinen Cousin kam, weil er halt noch mal ein paar Generationen, also ein paar Jahre älter ist als ich. Der hat mich auch so ein bisschen mit zum Spielen gebracht, ganz klar. Aber man hat da so ganz andere Ikonen. Mir würde das niemals im Leben einfallen, jetzt dazustehen und den Fortnite-Tanz zu machen. Selbst meine Freundin, die jetzt auch gleich ein Alter mit 28, da noch duales Studium jetzt nochmal neu macht und man da so 20, 21-jährige Mitstudentinnen hat, die das dann auch kennen. Und meine Freundin dazu mir kommt, ey, du wirst es nicht glauben. Die haben heute bei unserem Studentenparty Fortnite getanzt. Und ich so, oha. So, ne? Also da merkt man schon die ganz krassen Unterschiede, wo ich dann auch mal zu dem Faktor komme. Und Gott, ich habe immer damals gesagt, ich will bitte nicht so werden wie meine Eltern, dass ich irgendwann sage, was ein Scheiß. Naja, es geht ja vor allem noch schneller, ne? Ja, muss man sagen. Und jetzt ist das wirklich noch schneller, wo ich mir schon denke, selbst alleine mit der Musik und anderen Kulturen, ich fange ja schon bei Spielen an zu sagen, hört auf, diesen Rotz zu zocken. Das hat keinen Inhalt, das ist einfach nur purer Mist. So. Mhm. Selbst, dass mir das passiert, hätte ich nie im Leben gedacht, aber es passiert. Man wird halt auch älter. Ja, auf jeden Fall. Nochmal zu Seehofer zurück. Du hattest ja unserer Zeitung auch ein Statement dazu gegeben. Oh ja, das war sehr lang. Ich habe mir da auch sehr viel Zeit für gelassen. Da hattest du ja gesagt, dass interessanterweise das ja von der CSU auch kommt, die in Bayern E-Sport und Gaming unterstützen wollen. Sie tun es ja schon. Oder sie tun es noch stärker unterstützen wollen. Ich glaube, so ganz kann man da Seehofer nicht, also man muss ihn nicht komplett verteufeln dafür. Ne? Also wenn man das, nein, natürlich nicht. Er hat ja gesagt, Teile der Gamer-Szene, und ein Teil ist ja immer relativ. Es kann ja auch ein Mini-Teil sein. Gamer-Szene, das Wort kann man natürlich auch auseinandernehmen. Szene ist immer irgendwie was, impliziert schon irgendwas Dunkles, irgendwas Negatives vielleicht. Und dann hängt ja was anderes dran. Also die Radikalisierung nicht durch die Spiele stattfindet, sondern durch die Chats, die da dran hängen. Die Plattformen, die da Imageboards werden, wie man sich eben dort darstellt. Genau. Und das würde ich auch gerne von dir nochmal eingeschätzt haben, du als Profi, wie du das eben einschätzt. Also wie gehabt, ich habe es ja bei euch auch geschrieben, anhand der Games sage ich ganz klar, nein, darüber funktioniert das gar nicht. Über die kleine Programme. Zwischenfrage nur, auch wenn der Täter sich dann aus dieser Ego-Shooter-Perspektive filmt oder seine Tat filmt?
Ist nur eine Perspektive. Das ist nur eine Perspektive, ja. Diese Perspektiven sehe ich im Extremsport, die sehe ich irgendwo anders. Das könnte ich jetzt auch sagen, das ist ein GoPro Extremsportkameras Problem. So. Okay. Ich meine, man könnte jetzt auch die Polizei, Militär und Co. fragen. Die Bundeswehr hat ja auch ihren YouTube-Kanal. Ich will nicht wissen, ob die nicht sowas Ähnliches auch schon gezeigt haben, weil die sind da sehr, sehr stark drin. Und da natürlich das aus der Realität nahe zu bringen. Und nee, das sollte nicht das Problem sein. Das ist die Perspektive. Ja, Wahnsinn, die gibt's, könnte ich jetzt auch Filme nennen, die solche Perspektiven schon genutzt haben. Das ist einfach nur aus der Perspektive, wie wir sie halt im Endeffekt haben. Das war das Blair Witch Project zum Beispiel. Genau. So war es. Aber nochmal zurück zu diesen Chats. Wird es da einfacher, sich zu vernetzen im Verborgenen und oder zu radikalisieren? Der Punkt, den man da drüber nehmen muss, das hatte ich euch auch beschrieben, ist im Endeffekt die Digitalisierung. Also wir reden ja nun im Endeffekt von Plattformen, sozialen Plattformen, Social Media Plattformen. Und neben Twitter, Facebook, Instagram, die man nun so kennt, die in der Breite da sind, gibt es weitaus andere Tools auch. Ich meine, ich will nicht wissen, was die jungen Leute jetzt wirklich verwenden, weil die sagen ja schon, mit Facebook bin ich alt und kenne ich nicht. So, ne? Das ist das, was wir beide wahrscheinlich so angefangen haben, unsere ersten Schritte Social Media irgendwie mal kennenzulernen. ICQ gab es noch. Stimmt, ICQ, ja gut, das war halt ein Messenger, da konnte man sich ja nur austauschen, ne? wenn man die Nummern kannte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber die waren schon relativ weit damals, mit den ganzen Emojis und sowas kam alles glaube, wieder. Ich glaube, Knuddels könnte man da sogar noch nennen. Ich weiß nicht, ob du Knuddels noch kennst. Das ist so ein altes Tool, ich glaube auch für junge Leute, wo man damals so die ersten Anfänge genutzt hat, um sich auch national, regional zu vernetzen. Und darüber haben wir ICQ-Nummern ausgetauscht. Aber auch da muss man sagen, und genau das ist das Beispiel, das sind halt natürlich Plattformen, wo sich Leute breit machen können. So, es gibt von den Entwicklern und von den Publishern, also den Spieleentwicklern und den Vertrieblern der Spiele, Plattformen, die sie natürlich auch selber kontrollieren, indem sie halt gewisse Sachen auch verbieten. Sie haben da, es gibt Möglichkeiten, Sachen auch zu melden. Es gibt ja natürlich es gibt glaube ich schon automatische Systeme wie bei YouTube und Co., aber die müssen da sehr vorsichtig sein, da auch wegen Free Speech, also freier Sprache, freier Meinungsäußerung. Auch, sag ich mal, das klingt jetzt sehr hart, aber ich bin da sehr gegen. Ich würde es halt auch sehr gerne komplett verbieten, irgendwelche rechtlichen Inhalte oder irgendwas, was in Richtung von rechts geht. Kann man aber in Deutschland nun mal auch nicht machen. Wir sind ja nur eine Demokratie und dadurch sind solche Plattformen natürlich auch eingeschränkt in den Möglichkeiten zu sagen, hey, wir verbieten es, weil dann könnte ja irgendwer mit einem Anwalt kommen und sagen so, hallo, freie Meinungsäußerung, warum darf ich nicht? Und da gibt es, sage ich mal, eine Zone, wo man das kontrollieren muss und da muss der Staat, solche Plattformen auch noch mehr in die Bedrängnis hineinbringen, das noch mehr zu kontrollieren. Klar, so ist. Aber wo fängt Kontrolle an und wo ist freie Meinungsäußerung? Ne? Das ist so die Thematik, die dabei entsteht. Und deswegen, ich gebe recht, auf den Plattformen gibt es natürlich die Möglichkeiten, aber genauso wie auf Social Media, wie Twitter und Facebook dahergehend, ist es nichts anderes. Es sind nur die Plattformen, mit denen man sich vernetzen kann und da irgendwelche Gruppierungen erstellen kann, genauso wie auf Facebook. So, wenn ich überlege, Friday for Future, Friday for Future? Mhm. Ja, genau, gibt es ja auch Gruppierungen, die sich da treffen. Dann gab es ja plötzlich diese PS oder Hubraum for Future, die Gruppe, die eigentlich komplett einfach nur sagen wollte, hey, wir mögen unsere Autos und Co., die ganz plötzlich rechts wurde. So. Oder so ein bisschen, sage ich mal, rechtsradikaler, weil was will denn dieses kleine Mädchen irgendwie von uns? Wo ich mir auch denke, so in welche Richtung geht denn das bitte, Leute? Das ist nicht cool, sowas. Und das kann man immer für falsche Zwecke nutzen. Und da muss man halt gucken, da das zum Beispiel Herr Seehofer, check. Aber dass die das halt ein Komplettverständnis für die Digitalisierung auch sehen, was das bedeutet und welche Möglichkeiten man hat, weil es ist nun mal anonym. So, Punkt. Ich kann heute irgendwo noch einen Account auf Twitter vor allem erstellen, gebe den irgendeinen Namen, nimm einen VPN, der meine IP komplett verschleiert und dann kann ich da irgendwelche Sachen posten. Und solange ich wahrscheinlich nicht irgendwie Geheimdienste am Arsch habe, kann mir da keiner irgendwas. Kein Anwalt, kein gar nichts was und ich kann den größten Mist posten. Na gut, das erleben wir jetzt auch, ne? Ja, also, das ist richtig. Und das ist so eine Sache, da muss man halt gucken, wie kann man dagegen steuern, ob da die absolute Kontrolle das Ziel sozusagen sein sollte, jein. Oder auch hier diese typische... Ja, wo, du hast ja gesagt, ne, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, genau. Also wenn wir jetzt
die Kämpfer fürs freie Internet sagen, du öffnest die Büchse der Pandora damit. Und dann gibt es auf einmal eine Regulierung von Bereichen, die frei sein sollten einfach. Ja. Und so ein Internet auch seinen Charakter verliert. Aber du siehst ja, ne, in welche Richtung das eigentlich eher geht. Es geht gar nicht mehr um die Spiele, um deren Inhalte, sondern es geht auch wieder um das Drumherum. Und das Drumherum betrifft uns ja überall. Wir können ja auch auf den ganzen anderen Plattformen zu Filmen, zu Serien darüber reden. Wir können über Bücher darüber reden. Es gibt überall immer Gruppen, die sich über Themen unterhalten, die dann irgendwie in so eine Richtung gedrängt werden. Selbst wenn man überlegt, wenn man, also ich meine, das ist jetzt schon sehr hart, aber wenn man jetzt mal Richtung vegetarisch, vegan an solche Sachen guckt, auch da kann man sich einfach mal reinknien und sagen so, ey, und dann findet man irgendwie Anklang. Mhm. Auch rein auf kultureller Ebene. Ich meine, wir werden es jetzt ja sehen, was die Wahl hier in Thüringen bringt am Wochenende. Die wird vielleicht ein bisschen wehtun, macht uns aber hoffentlich alle wach und das auch der Politik, weil solche Wahlen passieren nur, weil Leute sich nicht abgeholt fühlen, obwohl es die Kommunikationskanäle gibt. Sondern frage ich mich, warum werden die nicht genutzt oder warum werden sie dann offensichtlich nur von den Falschen genutzt? Ne? Und das ist, da müssen wir hin in der Diskussion, auch in der Aufklärung der Medienkompetenz. Ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, auch ganz, mit Eltern, was solche, solche Altersfreigaben eigentlich heißen. Ganz großes Thema, Medienkompetenz. Ne? Ja. Wie kann ich wissen, welcher Nachricht ich vertrauen kann, auf welchem Kanal Absender. Richtig. Es kam jetzt neulich auch so eine Studie, ich glaube aus den Staaten, dass dem Absender einer Nachricht mehr Vertrauen und Glauben geschenkt wird als der Quelle. Hm. Das heißt, wenn ich irgendwas retweete oder auf Facebook poste oder irgendwo anders teile, dann findet quasi dieser Image-Transfer von dem Absender auf den Inhalt dieser Nachricht statt. Und man guckt gar nicht mehr auf die Quelle. Ja. Und das hat was mit Medienkompetenz zu tun. Das auf jeden Fall. Definitiv. Also das komplett auch hinterfragen und auch zu verstehen. Also das ist ja die Sache, wenn man jetzt Games einfach mal als so eines der digitalen Highlights nimmt, die es in diesem Bereich gibt, gehört das natürlich auch dazu. Wie geht man damit um? Was gibt es denn überhaupt? Ich meine, Games haben so eine tolle Vielfalt, auch alleine, wenn ich überlege, als Minecraft rauskam. Ich war jemand, der jahrelang mit Lego gespielt hat. Ich würde es jetzt auch immer noch tun, wenn ich dann im nächsten Jahr noch meine eigenen Kinder habe. Ich freue mich jetzt schon drauf, in den Lego-Store reinzugehen und Lego zu kaufen oder irgendwas ähnliches. Es muss ja nicht Lego sein, aber mit Bauklötzchen kreativ was zu bauen, ich finde das genial. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, damit umzugehen, das halt super in den Unterricht einzubinden, auch allgemein in Verein oder ähnliches. Ja, Wahnsinn. Aber man muss sich dem Thema aber einfach öffnen. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben, dass wir da hinterherhängen. Ne? Viele sagen immer, oh, Breitbandausbau, sind wir so schlecht. Wir sind in der kompletten Digitalisierung in Deutschland schlecht. Ja. Punkt. So, und das heißt, die Medienkompetenz auch von dem Thema, darin sind wir schlecht. Wie auch? Ich meine, wenn man sich anguckt, was das beinhaltet, der Breitbandausbau für eine mindestmaximale Anzahl, die zur Verfügung stehen muss, wo ich mir denke, Leute, wir kommen langsam in die Videoqualität von 4K-Auflösungen, die riesig sind. Warum reden wir denn jetzt immer noch von einer Massenausbaugeschichte, wo, wenn Minimum die Leitung da ist, nicht drüber gebaut wird? Ja, Smartphones schon 4K-fähig. Ja, also oder selbst, ich meine, um uns herum, es gibt Handys, die Flatrates in anderen Ländern gibt es das nicht. Da ist Datenvolumen frei. Kann jeder nutzen, wie er will. Und das ist im Endeffekt da, wo man eigentlich mal hin muss, um das alles mal genauer zu nehmen. Aber da sind wir, ich weiß nicht, warum wir da in Deutschland komplett hinterherhängen. Also das ist sehr schwierig. Ich will das auch nicht mal als Generationsproblem betiteln. Es ist halt einfach so, ich glaube, wir haben uns ein bisschen ausgeruht auf gewissen Sachen. Ich meine, im Gegensatz zu Amerika, da sieht man jetzt gerade, was passiert, wenn man sich wirklich sehr krass auf seinen Werten ausruht und dabei bleibt. Und Waffenlobby und Co., das ist, zum Glück haben wir hier das nicht, weil ansonsten würde ich mich, glaube ich, auch nicht mehr wohlfühlen. Und da muss man einfach gucken, wie findet man da wieder den richtigen Punkt, auch solche Themen richtig abzuholen, dass auch solche Diskussionen, auch wir aus der, ich betitel mich jetzt mal selber damit, auch wenn ich mich einfach nicht habe betroffen gefühlt, weil ich mir dachte, so, okay, Gamer-Szene, was heißt das? Wir sind jetzt sind ja gerade vorhin schon über 40 Millionen Menschen, die spielen. Also heißt es jetzt. Ab wann wird man dazugezählt? Auch wenn man hier so ein, diese Farmspiele am Smartphone macht und genau, auch ein paar Kohlköpfe erntet? Auf dem Handy hast, so? Genau, da muss man einfach sehen, wie groß der Markt ist. Also der PC-Markt ist ja einer der geringeren. Es geht ja mehr Richtung Smartphone, die Spiele. Ich meine, wenn man sich das jetzt anguckt, dass Apple mit der Flatrate, sage ich schon,
mit ihrem Abo-Angebot von Apple Arcade, sage ich mal, Spiele ohne Werbung und Co. jetzt anbietet, wo man was bezahlt, wo man das auch schon auf dem Handy hat. Ja. Oder Googles zukünftige Cloud-Lösung, wo man im Endeffekt auch über Handy selbst PC-Spiele oder Co. spielen kann. Also man merkt schon, es wird sehr, sehr mobil. Und wenn man sich den asiatischen Markt anguckt, die sind da riesig dabei. Ja, die sind ja völlig verrückt, ja. Ich meine, die können sich hauptsächlich, das Erste, was man überlegt, was ein Mensch eigentlich hat, ist ein Handy, Smartphone. So, ob der dann eine Spielekonsole, ein PC oder Co. hat, ist meistens nicht da, aber das Minimum, was jeder hat, ist eigentlich ein Handy. Dahergehend ist auch die Anzahl der Spiele, kann man dann als Gamer oder nicht Gamer betiteln, ob man das als Beleidigung nimmt oder nicht. Ihr macht das ja professionell hier. Ja. Und die anderen, die es nicht professionell machen, die schlagen damit Zeit tot. Ja. Sage ich jetzt mal überspitzt. Genau. Vielleicht auch so ein bisschen Alltagsflucht. Wird denn zu viel gespielt? Ja, oh, das kann ich ja gar nicht einschätzen. Also, kannst du einen gesellschaftlichen Einfluss haben? Ja, natürlich kann es einen gesellschaftlichen Einfluss haben. Dass wir alle zu verdattelt sind. Oder so. Aber das sehe ich nicht mal. Also es gibt ja gerade auch nicht diese Problematik, dass man sagt, wir haben zu viele Spielsucht oder ähnliches. Ich glaube, wenn man da an die Alkoholsucht... Wobei ich glaube, das müsste man, glaube ich, auch nochmal neu definieren. Ne? Also man hat ja hier in den Smartphones jetzt diese Bildschirmzeit und sowas. Wie lange guckt man aufs Smartphone? Ja. Und wenn man da so ein paar Analysen guckt, also 3-4 Stunden am Tag Bildschirmzeit, es ist doch irre. Ja, dann reden wir aber nicht mehr vom reinen Datteln, ne? Dann reden wir von der allgemeinen Nutzung des Smartphones. Da beim Smartphone würde ich dir komplett recht geben, da würde ich einfach mal sagen, Leute, wenn ihr auf Partys geht, legt eure beschissenen Handys weg und redet mit den Menschen. Ich hasse das abgrundtief, auf Partys zu sein. Hier ein Foto, da ein Foto, das irgendwas. Oh, hast du gesehen, wo ich mir denke, ey, können wir uns auch nochmal normal unterhalten? Das ist echt so, wo ich in Berlin gelernt habe, nicht mehr auf Partys zu gehen, weil mir das zu nervig war. Da bin ich echt lieber mit Freunden in Bars, Handy, Jackentasche, rein da, wenn der Kollege das ausgepackt hat, ey, pack das Handy weg, echt kein Bock, sonst gehe ich gleich, so in der Art und Weise. Dann müssen wir einfach mal wieder lernen, mehr Mensch zu sein. Auch mit einfach mal wieder am Lagerfeuer zu sitzen, einfach mal wieder einen entspannten Abend zu haben. Und du merkst, deswegen ist das Thema bei mir auch gar nicht so sehr, dass ich sage, das ist alles dran schuld. Das ist so diese gesamte Digitalisierung, die uns halt nicht mehr richtig Mensch sein lässt, sondern die uns so viele Themen abnimmt, dass wir einfach vergessen, Mensch zu sein in gewissen Maßen. Also bei mir ist mein Handy ein Arbeitsmittel. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich sitze am Tag sehr viel am Handy, weil ich sehr viel telefonieren muss. Einfach, weil ich national mich vernetze, selbst regional. Ich kann ja nicht immer am gleichen Ort mit jemandem sein und fahre sehr viel mit meinem Auto. Das heißt, ich telefoniere da sehr, sehr viel. Dadurch kommt das auch bei mir zustande. Auch klar, wir sind im E-Sport 24/7. So, wenn wir abends spielen, dann ist es 18, 20, 22 Uhr, dann guckt man natürlich immer mal gerne, wie war denn das Spiel jetzt? Oder also lässt du parallel sein Handy laufen, während beim da auch mal, ja gut, ich bin auch nicht besser offensichtlich, da gerade mal irgendwo essen ist oder ähnliches, ja. Um ab und zu mal einen Blick drauf zu werfen. Aber ja, wenn du sagst, so 24/7, würde mich heute mal interessieren, die Wettkämpfe, finden die denn immer mit Publikum statt? Also ihr füllt ja mittlerweile Arenen, ne? Also Mercedes-Benz-Arena in Berlin oder so, die ist dann voll, wenn da gespielt wird. Abgefahren, da sitzen halt dann Menschen da und gucken anderen Menschen beim Spielen so auf Riesenscreens. Sind das die Veranstaltungsorte oder finden auch welche direkt nur online statt? Also dass ihr von hier quasi Wettkämpfe austragt? Das, was du siehst, ist komplett, das sind die Highlights, das sind die ganz großen Events, die da hervorstechen. Die meiste Zeit ist dann wirklich online. Also ihr tragt dann hier die Wettkämpfe aus? Genau, wir trainieren hier und wir tragen hier auch die Wettkämpfe, sage ich mal, in den Vorphasen aus. Jetzt zum Beispiel in der ESL-Meisterschaft, die übrigens, falls jemand mal Lust hat, am 14. und 15. Dezember diesen Jahres in Magdeburg stattfinden, die Finalspiele. Und da ist es so, aus der Online-Qualifikationsphase, sozusagen wie eine Bundesliga aufgebaut, die da spielt man gegen jeden, sammelt da seine Punkte und die besten 4 werden sozusagen zu so einem sogenannten Offline-Event eingeladen, also wo man sich dann auch wirklich vor Ort trifft. In sogenannten großen Hallen. National sind die nicht ganz so groß, da haben wir dann nicht 15.000 bis 20.000 Leute, die zuschauen, aber wir kommen schon so auf unsere 3.000 Leute, die da vorbeikommen. Ja. Und das. Wie läuft denn da die Finanzierung? Also gibt es dann große Prämien oder wie ist das? Also das, was wir wie finanziert ihr euch als? Ihr müsst ja auch ohne die Partner jetzt, also habt ihr da irgendwelche Einnahmen? Also die Haupteinnahmen sind im Endeffekt Partner, Sponsoren und Investoren.
die in den Bereich halt rein wollen. Die wollen eure Reichweite. Einerseits das mit Nutzen, klar, weil wir, sage ich mal, einen sehr genauen Fokus haben. Digital ist da wieder der Vorteil, der sagt, also durch die Digitalisierung sehen wir halt, wer da wirklich davor sitzt. Also wir reden hier von einem Volk von 14 bis 30, so das Alter, was wir durch E-Sport erreichen. Und das ist dann natürlich eine ganz klare Gruppe, die, sage ich mal, affin ist mit Technik, mit Digitalisierung. Und jetzt mal eine FAM genommen, die haben halt einen Kundenstamm von 50 plus. So, und die wollen natürlich gucken, wie sie über die Jahre an die Jungen rankommen und lernen dadurch auch. Ne? Das ist nicht immer nur eine Reichweite, sondern es geht auch darum, einen Transfer von Wissen zu haben. So, wie geht ihr Themen in dem Bereich an? Wie bewerbt ihr sozusagen Sachen? Wie ist die Sprache der Jugend? Das klingt jetzt schon sehr hart, aber darum geht es halt im Endeffekt. Mhm. Zu verstehen und genauso zu denken wie die jungen Leute, um dann halt natürlich vielleicht auch Versicherungsangebote, jetzt in dem Sinne des Partners angepasst, zu schauen, was brauchen die jungen Leute eigentlich überhaupt noch? Brauchen die noch eine Kfz-Versicherung oder brauchen die eher eine Versicherung für ihre Abo-Bahncard bei irgendeiner deutschen Bahn oder ähnliches, dass wenn die verloren geht oder ähnliches, da Ausfälle sind, dass die da abgesichert sind. Ne? Also da geht es dann schon sehr zielgerichtet, welche Themen sind denn aktuell, wo müssen wir denn da mit drinne stecken. Genauso auch ein sehr großes Thema, wenn wir mal Richtung Ausbildung gucken. Die meisten, und ich glaube Thüringen ist dann auch weit vorne, haben große Probleme, neue Mitarbeiter zu finden oder neue Auszubildende zu finden. Und das geht dann halt nicht mehr, und es tut mir leid für euch, über traditionelle Wege mit Zeitungen oder Co., weil die jungen Leute da gar nicht mehr unterwegs sind, sondern das geht über andere Formate. Und da sind wir natürlich ein passendes Vehikel mit dem E-Sport, die sehr in den Social-Media-Kanälen drin sind, die eh schon sehr eng mit den jungen Leuten zusammenkommen, eine Möglichkeit zu sagen, okay, wie können wir das Thema E-Sport und genauso auch vor allem dann Gaming bei uns mit reinbringen, dass das für andere interessant wird? Also auch einfach zu gucken, welche Themenbereiche aus dem Gaming sind interessant. Also so Virtual Reality oder ähnliches. Genau, und Firmen suchen sich ja auch ziemlich genau ihre Werbepartner und Werbeträger aus. Ja. Ist dann die Wirtschaft schon weiter als die gesellschaftliche Debatte, die wir über E-Sport und Gaming führen? Wenn man sich mal die Größe anguckt, jetzt mal vergleichbar Fußball gegen das, was im E-Sport investiert wird, nein. Die Partner und Sponsoren sind da genauso, auch weil man muss ja auch mit Vorständen reden, man muss mit Geschäftsführern reden. So, und wenn man dann mal so ein Unternehmen hat, die ein paar tausend Angestellte haben, die sind ja nicht von vorgestern oder gestern, die gibt es auch schon seit Generationen. Und da hat man dann natürlich auch wieder diesen Generationskonflikt, dass man das näher bringen muss. Wir haben aber bemerkt, dass wir teilweise witzigerweise echt Vorteile haben, wenn dann solche Entscheider, die dann halt sagen, okay, wir investieren oder geben halt Geld dafür aus und, sage ich mal, rücken aus dem einen Bereich, wo wir gerade Werbegeld haben, in Anzeigen zum Beispiel, in Zeitungen, nehmen das weg und geben das ins Digitale. Haben wir schon sehr oft mitbekommen, kam das durch die Kinder zu Hause, so, wo die Eltern einfach mal so erzählt haben von ihrem Tag, wo sie dann gesagt haben, oh, du wirst ja nicht glauben, wir hatten heute hier ein Team da, E-Sport, boah, kennst du das? Wo die dann zum ersten Mal ihre Kinder von einer komplett anderen Seite kennengelernt haben, weil die sagen, ja klar, hier gibt's den und haben sich das zu Hause dann zeigen lassen, wo wir in den Gesprächen dann, wenn die zu uns gekommen sind, als erstes so, also ne, das waren ja nicht mal wir eins zu eins der Door-Opener, sondern die Leute zu Hause oder Familie, Bekannte, Freunde, die dann sich ganz plötzlich outen und sagen, ja, mach ich auch, ist cool. So, ne, und das rückt mal für mal nach. Ich meine, ich werde auch irgendwann mal Vater, so, dann gebe ich meinen Kindern das schon sozusagen mit, dass das kein böses Zeug, kein Hexenwerk ist, sondern dass es dazugehört, dass es Alltag ist. Und das sehen wir in den nächsten 10 Jahren, dann rückt das nach, ja, auch bei Partnern und Sponsoren. Ich glaube aber, wenn du das so fragst, rein von der Breite her, wenn du siehst, wir haben mittlerweile Mercedes, also Daimler, die in ein Team in Köln investiert haben, da auch Bestandteil der Gesellschaft sind. Erster FC Köln, da genauso der Partner ist. Wir sehen Vodafone, wir sehen McDonald's, die ja von der, na gut, ob man das jetzt gut oder jetzt negativ betrachten kann, ne, aber sind von der DFB-Elf weg und sind in den E-Sport. Also haben gesagt, tschüss, FIFA. Fußball. Nee, komplett. Also alles, was E-Sport angeht, McDonald's. Die sind jetzt im E-Sport drin. Genau. Wir haben sozusagen FIFA-Spiele, FIFA-Mannschaften, nee, andere. Die sind komplett in dem Thema drin. Die unterscheiden da nicht. Okay. Die machen den, also zum Beispiel in der ESL-Meisterschaft sind sie mit Sponsoren. Also sie treten bei Events als Sponsor mit auf.
Auf der Gamescom waren sie zum Beispiel auch und haben ihren eigenen Stand gehabt. Und da gab es jetzt nicht so, hey, wir haben FIFA als Fokus, sondern ja, wir haben die jungen Leute als Fokus. Nicht mal Gamer, sondern auch Leute, die auf einer Gamescom zum Beispiel sind, sind vielleicht Leute, die, also ne, da, wir hatten es ja gerade Gamer 40 Millionen, sondern hier geht es ja auch immer dann Hardcore, nicht Hardcore. Wie viel spielen die denn wirklich? Dass man da guckt, dass man Leute halt greift, die vielleicht so eine Affinität haben, die ab und zu mal auch spielen. Ja. Die gelten natürlich auch bei uns so als Faktor, die spielen gerne mal. Naja, vielleicht haben die ja auch Interesse daran, sich mal für E-Sport zu interessieren. Ne? Das ist ja so immer das große Hoffen, dass man mal für mal, wenn man das so in die Breite mit reinbringt, dass mehr und mehr Leute da nachrücken und sagen, gucke ich mir mal an. Das ist ja so. Super spannend. Ja, auch was ein spannendes Thema ist, was auch gar nicht, also ja, es wird schon genannt, aber auch einfach mal bei gewissen körperlichen Behinderungen so. Wir haben halt nicht das Problem, dass man von A nach B laufen muss oder ähnliches, sondern es gibt ja auch mittlerweile Controller, wenn man ein paar Finger verloren hat, die das genau richtig abbilden, dass man den Leuten auch die Möglichkeit bietet. Also auch in der Richtung zu denken, einfach mal da therapeutisch auch Menschen zu stützen und zu sagen so, hey, du kannst auch da immer noch was werden. Also die Leute, die vor allem so einen Wettkampf in ihrem Blut haben, die sagen, oh, ich muss immer der Beste sein, sportlicher Natur, die können das da natürlich nochmal ausleben. Das sieht man auch an vielen Fußballspielern, also richtigen Fußballspielern, die vielleicht irgendwann mal Verletzungen hatten, die spielen auch an ihrer Konsole und sind ihm gar nicht schlecht gegenübergestellt. Also wenn man jetzt mal die Großen nimmt, Mesut Özil, der ein eigenes FIFA-Team aufgebaut hat, weil er gerne mal spielt. Fernando Alonso, der damals, sage ich mal, in der Formel 1 bekannt ist, der ein eigenes Racing-Team mit finanziert. All das gibt es natürlich. Ich meine, jetzt noch in Europa und in Deutschland noch sehr gering. Aber wenn man da mal über den Teich rüber guckt nach Nordamerika, USA, Wahnsinn. Da investieren ja NBA und Footballstars Millionen. Um da Teil von zu sein, weil es halt ein großes Entertainment-Show ist. Und wie lange kann man das denn machen? Ich habe mal gelesen, dass du hast es vorhin angesprochen, mit die ganze Zeit hochkonzentriert zu sein, ja. Hand-Augen-Koordination, dass man das gar nicht lange auf einem professionellen Level machen kann, weil die Augen drunter leiden. Ja, nicht nur das. Also es geht natürlich auch um die komplette Reaktionsgeschwindigkeit. Irgendwann fängt man halt an, träge zu werden. So, das ist jetzt bei mir auch schon der Faktor, wenn ich jetzt... Also wie lange kann man es machen auf einem richtig hohen Level? Ich glaube, die meisten, so wo sie zum ersten Mal drüber nachdenken, E-Sport zu betreiben, ist so mit 16 und dann wahrscheinlich so bis 22, 25, je nachdem. Also es gibt auch Leute, die über 30 sind oder sogar über 40 sind, wie ich mitbekommen habe, aber das sind wirklich Ausnahmen. Und leidet man dann sein ganzes Leben lang drunter? Nee, nein. Das sind ja nur, das sind die typischen Erscheinungen des Abbau des Körpers irgendwann mal. Also wenn man ja jung ist, lernt man schneller dazu. Umso älter man wird, umso weniger. Ne? Das ist auch, also es hat jetzt nichts unbedingt mit dass man permanent vor dem Rechner sitzt? Nein, nein, nein. Das ist rein normal körperlich, wie die Entwicklung des Menschen ist. Keine Abnutzung durch E-Sport? Nein. Okay. Nein, wirklich nicht. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist dann halt natürlich eher mit dem Umgang, wo man halt ganz dringend nacharbeiten muss, ist die Professionalisierung, weshalb ja auch diese, ne, wenn wir das Thema haben, ist es gleich Sport oder nicht, die Anerkennung der Breite halt braucht, damit solche Leute sich mit dem Thema auch auseinandersetzen, weil es gibt jetzt noch niemanden, der ganz klar sagt, oh, ich bin ausgebrannt. Aber wir reden hier von einem Thema, was ja schon ein Bürojob ist. So, in dem Bürojob gibt es Leute, die ausbrennen, weil es ihnen zu viel wird. Genau das wird im E-Sport auch passieren. So, es gibt jetzt noch nicht so viele Fälle, weil das halt, sage ich mal, noch alles sehr in einem, ne, gefühlten kleinen Rahmen passiert, wo man auch sehr viel in der Öffentlichkeit hat. Das heißt, wenn da jemand irgendwie nicht mehr kann und Co., dann fällt halt natürlich da auch die Leistung und dann ist der Kollege weg vom Fenster sozusagen. Ne? Auch einfach von sich selbst aus, weil das ist dann auch wie, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme mit meiner Arbeit nicht mehr zurecht. Ich muss ja einen Wechsel machen. Ich gehe von dem Bürojob raus und möchte auf dem Bauernhof arbeiten, einfach nur mal wieder in der frischen Luft zu sein. Geht das da natürlich auch. Aber das ist dann nicht rein E-Sport. Aber das, was du gerade gefragt hattest, hat mehr damit zu tun, dass wir als Menschen irgendwann abbauen. Und ganz ehrlich, als junge Leute, wenn du ein Lineal fallen lässt, haben die meistens wahrscheinlich eine schnellere Reaktionszeit als wir. Und genau das ist der Faktor. So, okay. Deswegen ist das Alter im E-Sport noch eher da. Klar kann man durch Erfahrungen noch viel wegmachen in gewissen Bereichen. Aber die Spieler, wenn man sich das mal anguckt und auch wie die Kommentatoren
da sozusagen das alles moderieren und das ist sehr schnell. Mhm. Und wenn man da nicht mehr mithalten kann von der Reaktionsgeschwindigkeit, und das ist das größte Problem eigentlich, dann ist man da wirklich raus. Ich danke dir vielmals, Markus, für die Offenheit und glaube, es war sehr reflektiert, wie du auch mit dem Thema umgehst. Finde ich auch wichtig, dass du auch den gesellschaftlichen Debatten stellst. War wie ein Eintauchen in eine andere Welt. So, kann ich verstehen, ja. Und vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil irgendwann. Fand das hochspannend. Und ich habe gelernt, ich bin zu alt dafür. Das ist auch eine Erkenntnis. Keine Angst, ich bin es ja auch. Und da sind viele andere auch. Ich kann nur nochmal, wie gesagt, einladen nach Magdeburg, falls sich jemand angucken will, 14. 15. Dezember, ESL-Meisterschaft. Da kann man dem ganzen Thema auch mal näher treten, vielleicht auch ihr von der Redaktionsseite her oder ähnliches. Wir sind, denke ich mal, auf jeden Fall mit unserem League of Legends Team mit dabei, sind gerade auf Platz 1 nach 4-5 Spieltagen. Wir haben nur noch 4 Spieltage, sieht sehr gut aus. Counter-Strike müssen wir noch mal gucken, die Jungs sind da noch ein bisschen am Wackeln. Aber wenn es gut läuft, dann kann man uns auch antreffen und kann man dann natürlich auch gerne mit uns sprechen und reden und dann mal den E-Sportler sozusagen nah anfassen und bemerken, hey, das sind keine Kellerkinder, das sind keine fetten Kinder, das sind stinknormale Menschen, die einen normalen Alltag haben, nur das den Vorteil haben oder das Schöne in ihrem Leben haben, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Das war noch ein schönes Schlusswort. Danke dir. Sehr gerne.